Also meinte ich das definitiv. Ne? Könnt ihr auch den PvE-Modus ausprobieren. Ja, der kostet. Ja, aber eine Kampagne ist da umsonst drin. Achso, ja, dann können wir auch das machen. Jetzt machen wir noch einmal hier ja, PvP. Jetzt, noch einmal jetzt haben wir es ja mal gecheckt. Ich komme jetzt ein bisschen voran. Dann können wir noch den PvE-Modus ausprobieren. Ich glaube, wir kommen da nicht wirklich voran. Jetzt bin ich wenigstens ein Mann. Hey, wieso bin ich jetzt doch eine Frau? Ich bin leck Mann. Mich. Wir haben dich schon von Anfang an eine Waffe. Oh, hier, cool. Da kannst du jetzt schon Zeug aufgeben. Also, ich kann ja nichts kaputt machen. Ja. Ah. Wo bist denn du in etwa? Beim Loot Lake. Ach, du bist noch im Dings drin. Da bist du dich jetzt blöd. Also du bist halt echt am anderen Ende der Map. Ja, ich versuch mich mal dann zu dir durchzuschlagen, oder? Oh, ich hab gleich einen bei mir. Ja Mann, ich hab einen getötet! Ja, nein. Ja Mann! Oh! Mein Kill! Oh, ich hab halt... Och, genau, von wo? Ich hab halt noch 6 HP. Ich habe mir ein episches Spitzhackenduell geliefert mit einem. Nein. Ja, also das. Ich beobachte mal dich. Da war gerade einer mit einer Waffe, ich habe halt nur eine scheiß Spitzhacke. Er muss halt mal nach einer Pistole suchen. Läuft die gerade rein? Ich hab Angst. Also du hast noch 50 HP, das langt doch. Mach halt hier die Kisten kaputt, dann hast du ein bisschen Holz. Ja toll. Was? Also machst du den Boden kaputt. Geil. Und wie komme ich hier eigentlich aus dieser Insel wieder weg? Kann ich schwimmen? Bitte? Kann ich schwimmen? Hey. Nee, lass mal den Grill stehen. Pilze, ich mach mich einfach high. Ja, aber ich muss ja hier irgendwie wieder wegkommen. Ja, wo bist denn du gelandet? Ja, ich bin auf so einer Insel im See. Also muss ich ja schwimmen können. Achso, ja, dann probier's halt mal. Geronimo! Oh. Das Wasser ist so klein. Warum läufst du aus der Karte raus? Verdammt. Nimm doch das Boot. Ich kann nicht mit dem Boot fahren. Boah, da ist ein Panzer. Vielleicht kann ich auch einen Panzer nehmen. Da glitzert irgendwas. Ja. Ja, Mann. Pumpgun.
Panzer ist gar kein Panzer. Ja, Mann, noch eine Waffe. Armbrust. Boah, Sniper. Hey, du bist schon in der Top 32. Läuft, hä? Ja. Ja, Spannung pur. Aber ey. Ja, das wird nicht mein Spiel, das sehe ich jetzt schon kommen. Aber wir können dieses PvE können wir trotzdem einmal ausprobieren. Ja. Ja. Da oben sieht aus wie so eine Militärbasis. Muss doch bestimmt was Gutes geben. Okay, Gegner sehe ich schon mal keine. Der Sturzschaden? Au, ja. 50 auf 35. Da war doch einer, ja. Hä? Da unten, unten, unten. Oder? Nö, der ist weg. Granate. Ja. Der ist da drauf und dann war er weg. Hui! Okay. Ja. Boah, da hinten liegt viel Loot. Komm ich da hin? Ja. Voll verlaufen. Hä? Ja, du wurdest aus dem Auge des. Ach so. Das heißt, die Karte wurde kleiner. Ach verdammt. Hab ich nicht mitbekommen. Na gut, aber morgen, ich hab einen gekillt. Ja, dann würde ich mal sagen, zurück zur Lobby. Ja, bin ich schon. Stellst du dann um? Jo, wenn ich rausfinde, wie? Modus M? Achso, ne, Spielmodus. Ich weiß, wie ich hier rauskomme aus der Lobby. Ah. Ah, okay. Jetzt bin ich allein. Okay, können wir doch nicht machen. Warum? Fortnite rettet die Welt. Die PvE-Kampagne Rettet die Welt ist im bezahlten Early Access mit Mikrotransaktionen enthalten. Early Access bedeutet, dass sie sich noch in der Entwicklung befindet und dass Fehler auftreten können. Falls das nichts für dich ist, dann warte, denn Rettet die Welt wird 2018 kostenlos sein. Hey, wir haben 2018. Ja, das Gründerpaket, das Limitierte, kostet auch nur 149 Euro.
Dann kaufen wir uns gleich mal. Boah, da ist ein Schwert dabei. Ja, gut. Ja, nee, dann. Ja, dann würde ich sagen, war es das mit unserer Fortnite Battle Royale Erfahrung, zumindest erstmal. Wie kommt man denn hier raus? Ich bin vorne über den Task Manager rausgegangen, das Spiel beendet. Ach ja. Aber ich habe immerhin einen getötet mit der Spitzhacke. Oh je.